Hey Leute, Max hier wieder einmal. Ich habe mein Gesicht jetzt ein bisschen länger nicht mehr gezeigt. Jo. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid ganz gut in den Sonntag gestartet. Tut mir leid, dass es so spät kommt. Ich bin gerade voll in Umzugsvorbereitungen. Ich habe jetzt endlich einen Platz zum Wohnen in Wiesbaden. Ich freue mich gerade wie Bolle. Und ja, wir haben diese Woche Themen frei. Und ja. Ich hab mir eigentlich mal gedacht, weil es ganz gut zum Thema nächste Woche passt, rede ich mal vielleicht drüber, wie ich meinen Therapeuten gefunden habe. Es war ein bisschen unkonventionell. Es war ein bisschen unkonventionell, weil ich, naja, einmal so. Ich hatte schon ein paar Empfehlungen für andere Therapeuten bekommen, die sich auf Trans und so weiter spezialisiert haben und habe versucht, da durchzukommen. Problem war, die hatten erstens lange Wartelisten gehabt und zweitens ganz, ganz, ganz komische Sprechzeiten am Telefon von einer halben Stunde zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, dass ich die teilweise nicht mal erreicht habe in dem Zeitraum. Macht Sinn, weil das so, ich weiß nicht, das ist nur eine Handvoll von Psychotherapeuten, die sich wirklich auf das ganze Thema spezialisiert haben. Und ja, da habe ich mir halt irgendwann jemand eines gesucht. War ganz komisch. Ich habe zuerst gegoogelt. Also Google ist mein absoluter Freund, ich google eigentlich fast alles. Ich habe zuerst gegoogelt, was genau jetzt bei einer Psychotherapie bei transidenten Menschen wirklich nötig ist, was für eine Psychotherapie angedacht ist, also diese Begleittherapie. Ich habe dann die Therapieform herausgefunden und habe dann über das Psychoverzeichnis, es gibt ein Psychologenverzeichnis durch ganz Deutschland und da gibt es dann nochmal extra so Untersachen für Hessen und für die ganzen eigenen Bundesländer. Und habe ich bei dem Psychoverzeichnis halt nach der Therapieform gegoogelt und nach der, sagen wir mal, Verfügbarkeit bzw. nach der Nähe. Und ja, ob der jeweilige Psychologe Kassenpsychologe ist oder nicht. Weil ich Kassenpatient bin und mit Psychologen, also Psychotherapeuten, die nur Privatpatienten annehmen, ich da höchstwahrscheinlich schlechte Karten gehabt hätte. Dann hatte ich drei zur Auswahl und habe dann eigentlich nur den einen genommen, den ich jetzt habe, weil der Nachname mir bekannt vorkam, weil einer meiner ehemaligen Zahnärzte so hieß. Und ich, ja, hab dann diese fünf Vorstellungstermine sozusagen gemacht und bin jetzt noch in Akuttherapie, weil die Therapie beim ersten Mal, also die eigentliche Therapie wurde beim ersten Mal leider nicht genehmigt. Aber jetzt erst die falsche Therapieform irgendwie angefragt haben, war ganz komisch. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und ja, das war so ein bisschen das Video. Nächste Woche geht es dann halt auch weiter mit wie genau das mit der Therapie läuft, wie wir damit klarkommen, wie ich mich dabei fühle und so weiter und so fort. Habe ich gerade mal ein bisschen angeteasert, das ist ein bisschen fies, aber gut. Das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, die letzten paar Stunden Sonntag. Kommt gut in die neue Woche, haut rein, bleibt stark, haut raus und peace.